So, hallo und herzlich willkommen zurück bei einem lang ersehnten Projekt. Oder lang zurückersehnten Projekt. Die Siedler, Aufstieg eines Königreichs. Ja, und man hört man schon diese epische Hintergrundmusik. Oh, ich liebe es. Ja, ist ja lange nicht mehr gekommen, aber ich habe es ja versprochen, dass ich es wieder mache. Und ich roll jetzt alles so von hinten auf. Ich lade auch gerade noch Castle Crushers hoch. Das dürfte ja schon oben sein, dann, wenn in die erste Folge hiervon kommt. Ich gehe jetzt einfach mal, ich habe leider das Spiel nur aufgesetzt, deswegen habe ich die ganzen Kampagnen nicht mehr. Die werde ich aber nachspielen und werde dann da weitermachen. Aber jetzt erstmal, weil ich gerade wirklich Bock habe aufzunehmen, dieses Spiel, mache ich jetzt erstmal hier eine andere Karte, mal so eine kleine Karte. Geteiltes Land, fairer Handel, vier Reiche. Ja, das können wir doch mal machen. Fairer Handel. Und ja, jetzt habe ich gerade mal übelst Bock, dieses Spiel aufzunehmen. Deswegen mache ich das jetzt auch mal. Oh, ich habe jetzt den Ritter hier. Na, ist egal. Ist egal. Ja, wie gesagt. Es macht mir einfach Spaß. Und ich kann mal erzählen, wie ich zu diesem Spiel eigentlich gekommen bin. Wir müssen dieses Kloster finden. Okay. Und da oben, das sind unsere... hallo? Oh, hat gut geleckt. Man lädt bestimmt gerade noch das Spiel noch so ein bisschen. Ja, jetzt geht's wieder. Das da sind unsere Freunde schon, oder wie? Gucken wir mal nach. Handelspartner, Handelspartner. Okay. Gut. Dann können wir ja direkt mal anfangen. Das erste, was wir natürlich brauchen, ist Holz. Holz vor der Hütten. Ha, ha, ha. Oh. Nicht witzig. Überhaupt nicht witzig. Ich lach trotzdem drüber. Ich kann ja aber sowas wie How to Basic lachen. Deswegen. Man darf sich da nicht wundern. So, wollen wir denn hier überall bauen? Wie kann man hier. Man könnte doch hier mal schneller scrollen. Oder bin ich da? Naja, so. Alles ergeben mich. Hm, nein. Jetzt bin mal auf der Maus. Ups. Ups, da hat mein Handy geklingelt. Naja. Ja, ich wollte mal erzählen, wie ich zu diesem Spiel gekommen bin. Es ist ja... Ihr müsst euch das so vorstellen. Ich habe dieses Spiel vor ein paar Jahren kennengelernt. Da hatte ich noch nicht mal einen eigenen Laptop. Das war von meiner Schwester. Da habe ich mal so kurzzeitig bei meiner Schwester gewohnt. Und die hatte das Spiel auf ihrem Laptop. Und das war so die Zeit, wo man... Ja, wo man noch nicht so wirklich... PC hatte, wo auch für mich das noch ganz toll und alles neu war. Ich mache mich hier ein bisschen schneller. Wo das noch ganz toll und neu war, einen PC zu haben. Und oh, das war alles... Kenntnisse der Architektur reduzieren die Kosten für den Ausbau von Gebäuden. Coole Sache, das machst du gut. Da war das noch alles cool und da war das auch noch ein ganz anderes Gefühl, einen PC zu haben. Heute ist das ja selbstverständlich. Aber damals war das so schön einfach. Und ihr müsst euch das so vorstellen, das war in der kalten Winternacht... Nacht, wirklich, es war nachts. Ich habe auch damals schon nachts gezockt, das ist einfach so. Es war, glaube ich, 2008 oder 2007, keine Ahnung. Und es war so eine kalte, wirklich kalte Winternacht und es war drin, war so schön warm und mit Kerzen und oh. Also richtig schön. Und dann habe ich da dieses Spiel gespielt, stundenlang, echt stundenlang. Es war so eine tolle Atmosphäre. Das kann man heute gar nicht mehr so richtig nachstellen, leider. Also es war damals einfach ein unbeschreibliches Gefühl, so dieses Spiel zu spielen und ja, einfach schon toll. Unterwegs. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Ich weiß, ich baue doch schon. Also ich, wie gesagt, ich fand das damals so toll und es ist auch, wenn man so mal zurückdenkt, ich weiß ja nicht, wann ihr so eure ersten PCs hattet, so die jüngeren Zuschauer. Naja, da wird es noch nicht so lange her sein. Aber es war bei mir so. Es war nicht selbstverständlich, damals einen PC zu haben, einfach. Das war schon ein gewisser Luxus auch. Es war auch relativ teuer und ja, hast du nicht gesehen. Ach, die brauchen was zu essen, ne? Ja, da wollen wir mal gucken, was der hier. Na komm schon, noch was zu essen. Ja, also es war noch nicht so selbstverständlich und es war, wie gesagt, ein anderes Gefühl, einfach schöner.
Naja. Ah, ich will nicht sagen, dass es heute weniger schön ist. Es ist immer, ich freue mich immer noch, dass ich einen PC habe und ich freue mich auch immer noch, dass ich Spiele spielen kann. Und ich würde das auch um nichts in der Welt hergeben. Ja, das war damals auch so mal der Anfang von, wo ich so das erste Mal so, ja, so wirklich angefangen habe, so wirklich zu spielen. Also, ansonsten habe ich das gar nicht mal so gemacht. Das hat sich einfach so ergeben. Haben wir hier irgendwas Spezielles noch irgendwo? Nicht so wirklich, ne? Nur ganz viel Holz. Wo das natürlich auch nicht schlecht ist. Das können wir auch mal abholzen. Ja. Also wie gesagt, das würde mich auch interessieren, wenn ihr das ruhig mal in die Kommentare schreibt. Ich weiß nicht, ob ihr das macht. Wann ihr so euren ersten PC hattet, mich würde das echt mal interessieren. Und ob ihr sagt so, das ist noch nicht mal der PC. Ich mag ja einfach diese Atmosphäre, die damals so geherrscht hat. Das kann man nicht so nachstellen. Das könnte ich ja heute nicht nachstellen, wenn ich mich heute so mit dem Laptop irgendwie aufs Bett setzen würde oder so. Und nachts irgendwie so mal zocken würde. Das könnte ich nicht nachstellen. Ein Holzfäller findet keine Bäume mehr. Ach, die Spiele sind ja anders geworden. Ach. Es ist ja. Es bleibt ja auch nicht so, wie es ist. Ist ja auch gut so. So. Die haben eigentlich genug. Oh, gut. Komm schon, ich brauche noch ein bisschen mehr Gold. Ich bin schon wieder ein bisschen müde irgendwie. Na komm. Gib mir Gold. So. Jetzt können wir uns das hier mal holen. Und ich glaube aber, wir können dann mal was exportieren. Genau. Wir könnten dann mal was exportieren. Aber ich glaube, die Banditen lauern ja da hinten irgendwo, ne? Das wird natürlich schwierig. So, da ist ein Außenposten. Hier geht ein Weg lang. Na gut, hier können wir auch noch Holzfäller hinstellen, ein paar. Das können wir alles abholzen. Ich muss nachher mal gucken, ob das... Ich glaube, die Aufnahme ist aber nicht zu leise. Und ich habe mir noch keinen Countdown gestellt. Ups, jetzt kann ich hier schon rüber. Ich habe mir jetzt mal einen Countdown gestellt. Ich will die Folge mal so 15 Minuten lang machen. Dann komme ich ungefähr, ich glaube in einer halben Stunde komme ich hin, dass ich alles so hinkriege. Also, dass ich so eine Karte abschließe. Nächster Titel, Landvogt. Da müssen wir das ausbauen. Da brauchen wir aber auch noch Dings zu. Schnitzel. Ei. Nein, keine Schnitzel, aber hier Leder. Dazu müssen wir erstmal Dingens finden. Jawohl, diese schon Tiere. Unterwegs. Ah, die Banditen. Oh no. Oh, hier wird's auch Winter. Winter ist schön. Ich mag den Winter hier. Sieht alles so schön aus. Und dann da so die Leuchten sind und die Menschen. Aha. Einfach nur schön. Ah, dann muss er da durch oder was? Nee, das ist ja... Nee, das lassen wir mal. Schon unterwegs. So, ist hier drüben was? Ist auch nichts. Jawohl. Wo musst du denn da lang? Verstanden. Ach so, dann musst du da oben. Verstanden. Ja, das ist ja dämlich. Alles klar. Boah, dann muss ich erstmal die ganzen Banditen kalt machen oder was? Sofort. Sofort. Na gut, dann gehen wir hier oben hin. Oh, die fahren fest. Schon unterwegs. Dann gehen wir da oben hin. Die Zeit wird zeigen, ob man euch trauen kann. Ja, das wird schon. Das wird schon. Das wirst du sehen. Das wird gut. Wir werden uns voll verstehen. Voll dicke werden wir. Das Lagerhaus ist voll. Oh nö. 20 Steine haben wir gar nicht. Ah, die können. Ist ja doof. Ja, komm, mach mal hier. Ein Karren wurde ausgesandt. Das weg. Genau. Dann machen wir das mal so. Und ich hoffe, dass uns die Banditen nicht überfallen. Bitte, 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 bitte. Bleib friedlich. Nur dieses eine Mal. Ich brauche Starthilfe.
Ah, die muss ich nachher dann auch noch kalt machen, das wird ja lustig. Das Lagerhaus ist voll. Ja, ich weiß es doch, wir müssen erstmal die Steine hier ankommen. Leute, Leute, Leute. So, machen wir hier auf Rot. Ein Karren wurde ausgesandt. Nein, nein. Wir sind nun Feinde. Na, wieso denn? Nur weil ich da mal ein paar Karren durchgeschickt habe, Alter. Banditen haben einen Karren erbeutet. Ihr Penner, ey. Ein Getreidebauer hat kein Korn. Ja, leck mich, Alter. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Mann, Mann, Mann. Na ja, gut. Aber genug Steine haben wir immer noch nicht. Eine Scheiße. Wie haben wir denn 18? Das reicht doch nie. Zelt wird zeigen, ob man nicht trauen kann. Kommt gleich wieder. Ihr seid es wert, mit euch in Kontakt zu treten. Ja, wie jetzt? Na. Komm, ich brauche Steine. Ja, leck mich. Ich brauche Steine. Wieso kann der denn jetzt nicht... weil wir nicht genug Getreide haben. Ja, ja, mach ruhig. So. Ja, das wird ja gleich, das wird ja gleich. Dann macht er auch. Macht er auch. So, 2 von 3. Okay, bitte, 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 bitte. Lass bloß die Steine hier durch, damit ich die Burg ausbauen kann und damit wir hier mal zu Potte kommen. So. Das Lagerhaus ist voll. Ja, schön, dass das Lagerhaus voll ist. So. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Zack, ausbauen und dann... Jawohl. ...können wir den schon mal hier parken und dann können wir gleich... ...den Typen mal befördern zum Landvogt. Und dann können wir uns auch schon die ersten Schwertdinger machen. Kommt der angeritten? Kommt der angeritten. Habe ich euch nicht gut gedient? Ja. Gebührt mir dafür nicht ein neuer Titel? Ist ja schon gut. Wir sind nun Feinde bis aufs Blut. Eure Städte sollen brennen. Später. Das Lagerhaus ist voll. Achso, wenn das Lager... Ne, natürlich. Dann machen wir hier so. Ein Karren wurde ausgesandt. Dann machen wir das da rein und dann gibt's auch wieder was zu essen. Kann ich das eigentlich auch schon ausbauen? Nein, kann ich nicht. Wir haben viel erreicht. Mit einem höheren Titel könnte ich noch mehr erreichen. Ja, ja, die muss ich erstmal alle abfüttern hier und dann geht es los. Banditen haben einen Karren erbeutet. Ja, später vielleicht. So, jetzt. Die Zeit wird zeigen, ob man euch trauen kann. Zusammen sind wir weit gekommen. Dieser neue Titel wird. Sehr schön. Dann können wir jetzt mal da unten hingehen und hier unten unseren Stein abbauen. Ja. Dann können wir da den Stein abbauen. Das hier oben, da würde ich natürlich auch gerne hin. Sofort. Kann man da einfach so? Ja, das geht. Und dann... Ich weiß ja nicht, ob man hier über die... Verstanden. Nee. Schon unterwegs. Hier. Wir sind nun Feinde bis aufs Blut. Eure Städte sollen brennen. Gehen wir hier oben hin. Sofort. Wir haben ein Sofort. Territorium. Da kannst du doch hier rüber gehen. Aha. Auf euren Befehl. Na gut, egal. 200. Dann mache ich nochmal hier die Kirche auf. Und kann mal das Lager aus... Achso, wir haben ja noch keinen Stein. Ach, Menü. So. Hier rüber. Das Lagerhaus ist voll. Achso, da führt schon Weg lang. Okay. Ihr seid es wert, mit euch in Kontakt zu Und das gehe ich jetzt die ganze Zeit so. Hinher, hinher, hinher. Kann ich von denen da oben was... Ich hoffe, Alles die klar. haben Dingens im Angebot. Minenstoffe. Eisen, verdammt. Minenstoffe, genau. Ich könnte nichts sprechen Deutsch. So. Und so. Dann bauen wir die ganz aus. Dann haben wir bald unseren eigenen Stein. Das Lagerhaus ist voll. Ja, dann können wir das Lagerhaus ausbauen. Genau so machen wir das. Ich finde es auch schön, diese Akzente hier. Ich jetzt noch wüsste, wie man die Kamera dreht, ne? Das wusste ich mal, aber... Achso, genau, mit STRG. Es geht mir gut.
Richtig gut. Das ist schön. Es lebt sich gut hier. Wir haben einen wahrhaft edlen Herrscher. Das hört man auch gern. So, wieder hochzoomen. Und dann geht das weiter. Ja, wie... Bäckerei. Die kommen nicht ran, weil das Lagerhaus voll ist. Müssen wir mal ein bisschen was löschen. So. Das Lagerhaus ist ja, voll. Ja. Jetzt können wir das Lagerhaus ausbauen. Gott sei Dank. Dann regelt sich das hoffentlich hier auch mit dem da. Schön, wir haben einen neuen Brunnen bekommen. So, was müssen wir denn eigentlich machen? Ach, das ist ja einfach. Müssen wir ja nur hier die hier erstellen. Ich mag dieses Mittelalterliche irgendwie. Das finde ich toll. Brauchen wir im Prinzip nur einen. Oder? Nee, 12. Brauchen wir doch 2. Aber der nimmt ein bisschen Holz ab, das ist gut. Jetzt haben wir schon wieder Winter. Ach, und in dem Winter natürlich. Das macht sich ja jetzt natürlich doof. Sehr doof. Wir sind nun Feinde bis aufs Blut. Eure Städte sollen brennen. Was haben die denn im Angebot? Weizen. Ja. Naja, aber es ist halt doof. Wir hätten halt das Lagerhaus im Sommer ausbauen sollen. Jetzt im Winter ist es doof. Ah, dämlich. Ja, wir haben kein Korn mehr. Das ist, Scheiße! Kann sich mal aufhören, Winter zu sein. Mann. Ihr seid es wert, mit euch in ja, Kontakt jetzt schnell, zu treten. Schnell. Zu wenig Gold. Scheiße. Wir müssen mehr einnehmen. Komm schon. Scheiße, jetzt streiken die alle. Ja, es ist halt, weil wir das Lagerhaus dicht hatten. Konnte halt im Sommer über kein Weizen geliefert werden. Das ist normal, aber doof. Ne, ich stelle ihn noch zweit nach. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ja, und jetzt macht der da draus Brot, oder? Genau. Wir sind nun Feinde bis ja, jetzt können wir auch wieder Feinde sein. Städte sollen brennen. Psst. Halt die Klappe. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Jetzt hat er wieder gleich Kornfelder. So, jetzt können wir wieder Kornfelder abernten. Und dann sind wir doch wieder dabei. Oder? So. Können wir... Achso, die Kirche müssen wir ausbauen. Wozu wir kein Geld haben. Egal. Machen wir nochmal hier so ein Fest. Ein Fest. Ne. Beichte. Ihr seid es wert, mit euch in Kontakt zu treten. Ja, später. Gut. Was hier dann passiert, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.